Moin Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Sahanta Klassik. Ja, wir sind im Bergland. Und das bedeutet, wir wollen heute auf Alpensteinböcke gehen. Dazu haben wir unseren Drilling bei. Und unseren Grashüpfer. Gerade von der Arbeit zurück. Jetzt muss gezockt werden. Mit dem Jüngsten haben wir hier uns schon eingesprüht. Gerade frisch gekauft im Shop. Für wenig GM-Dollar. Gut, da haben wir die Grenze. Gehen wir hier hoch, oder? Oh, ein paar Meter sind wir schon gelaufen. Und man hört sie schon, wie sie mit ihren Hörnchen rumschlagen. Ein bisschen an der Grafik haben wir rumgeschraubt. Hoffen wir mal, dass das alles läuft, wie wir uns das so denken. Irgendwie bin ich nie zufrieden. Aber naja, was diese Grafikeinstellungen betrifft. Ricken gesehen, ne Quatsch, eine Ricke, eine Rothirschspur und noch eine weitere Spur auch von der Ricke. Alpenfeilchen, Alpenfeilchen. Schön gemacht mit den Blumen. Schöne Blumen.
noch nachgucke. Aber naja, manchmal ist es komisch. Des Weiteren sollte man ja auch mal schauen. Dort Fuchs. Also für passende Munition bei. Tatsache. Das ist ja schon mal cool. Passende Munition. Er hat ihn gesehen. So, ein Kleffer. Danke. Oh. Oh, 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 oh. Gut, das gefällt mir, so kann es weiterlaufen. Der erste Fang des Tages. Ich kann mal gespannt, wann wir einen Punkt da kriegen. 57, das geht auch. Perfekt getroffen. Schöne Sache. Da hinten probiert ein Hirsch zu entkommen. Fehler am Spiel. Kohle. Muss man ausnutzen. Kombinationsskill, Level Up, ist ja geil. Dafür gibt es auch einen Skill. Hat ja bekloppt. Schön. Naja. Was? Noch eine Mission? Was halten die alle in Missionen offen? Das ist ja nicht normal.
die Kohle. Bergsteigen oder ist das nur bei dem anderen Kamm? Verstehe ich schon wieder nicht, aber naja. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, ich sehe dich nicht. Dass du wieder rumblickst. Wow, 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 wow. Zuerst auf den Hirsch oder auf den Fuchs oder wieder auf beides.
Dass ihr werdet, ist schon Hammer. Die unterschiedliche Munitionsarten, sehr schön. Das macht Freude. Im Prinzip habe ich jetzt drei Waffen bei. Ein Grashüpfer. Und den Drilling mit zwei unterschiedlichen Munitionsarten. Aktuell. Und noch eine vierte Munitionsart für Alpenschneehühner in petto. Geile Sache. Der Hirsch wäre mir eigentlich lieber. Knicken, da komme ich nicht hoch. Aber da vorne, da war doch eine Stelle zum Hochkraxeln. Da wo der Fuchs lang ist.
das gibt ein Schützenfest, wenn die alle da hinten sind. Okay, das wäre der dritte. Die rennen alle lang. Könnte ja durchaus möglich werden, dass das meine neue Lieblingsstelle für Rothirsche wird.
Wer fällt ein? Hundefutter vergessen. Irgendwas vergesse ich immer. Dabei. Das ist ja bloß ein kleines Stück, hier hängt noch so viel mehr dran. Unglaublich. Schon längst da oben sein. So ein Mist.
separate Folge, kann ich da nochmal groß schustern. Technisch ist hier nichts mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, vorhin der. Das war ein Klopper. Das war nicht der Kleine. Der lässt nicht so einen Brüller ab. Niemals. Oh, ich höre schon die ersten. Schönen Steinbock, Alpensteinbock, mit einem großen Geweih. Oder noch besser, Rare oder Peabold, Fellvariante. Yeah. Ja, lass mal einen Weg hier hoch finden. War ja schon mal da oben, aber von da oben sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus, wenn man nach unten guckt. Die neueste Zeit seines Lebens wandert der Jäger vergebens.
Wandern ist das Jägerslust, das Jägerslust. Ich höre die schon, wie sie mit ihren Geweih aneinander schlagen. Aber bislang noch keine gesehen, die das vor meinen Augen machen. Und die Hunter 2005, da haben die das wirklich gemacht. Haben sie so cool programmiert, dass wenn die sich unterwegs getroffen haben, sich erstmal freundschaftlich die Köpfe eingeschlagen haben. Quasi. Das Geräusch kann von da unten kommen, kommt aber höchstwahrscheinlich von da oben. Den Hund mit nach oben schleppen kann. Ja, mal witzig, das zu testen. Aber der stört eh bloß. Und macht eh, was er will. Aktuell. Was geht das hier noch? Das ist ja bekloppt. Stelle kommen, wo man hoch kann. Wir lassen eben doch hier nicht 20.000 Kilometer für nichts laufen. Dieser Stein.
wieder. Schauen wir nochmal. Muss man hier irgendwann mal nach oben gehen. Hier von dem anderen Haus aus hier hoch. Das ist ja eh die Dinger anbringen. Kurios. Ah, der erste Schnee. Hat er immer noch so gut getarnt. Ah, die Tarnung lässt nach, ich wusste halt. Unterwegs gleich nochmal umziehen. Hier wird nicht. Soll ich nach oben gehen? Wenn nicht. Ich dachte, hier ist ein Zugang. Warum ist hier nichts? Das wird nichts. Das wird nichts. Da geht's doch. Und hier schöne. Geht alles in die Wertung mit ein. Das ist gut. Sehr gut. Vor allem nach vorne ist zu Ende. Hier gleich zu Ende. So ein schieten Dreck. Ich muss jetzt doch hochgehen. Doch noch Gnade. Chef ist hier. Alter, prächtig, prächtig, prächtig. So gefällt mir das, so wie ich das haben.
weiter geht mit dem zweiten Teil. Da wirklich hoch.
gut, das Auge. Alpensteinböcke. Was ihr hört. Oh nee, ne, nicht jetzt. Busch oder wie? Ach, guck mal da. Doch mal stehen, Mann, bist du schnell.
zu rennen. Na endlich. Los, Buff. Gefällt's mir im Übrigen. Und mal gucken, ob man jetzt was sieht. Eine Basislager errichten. errichten. Gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, drückt die Bimmel, keine Folge mehr verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns genau hier im zweiten Teil. Bis dann. Tschüss.